Hallo meine Lieben und weiter geht es. Wir wollen jetzt hier mal die murmelnde Wurzel untersuchen. Irgendwie bin ich deswegen gerade einmal tot gegangen, als ich das Spiel geladen habe. Wahrscheinlich hat das Mammut mich hier platt gemacht. Was hat mich auf jeden Fall platt gemacht. Gut, dann wollen wir mal die Wurzel untersuchen. Seid auf der Hut, Kinder von Mahantaran. Was ihr wieder aufbauen wollt, birgt viele Gefahren. Schon jetzt stürmen die Menschen unsere Mauern gierig nach Hauern und Fällen. Erinnert ihr euch? Okay, dann wollen wir mal. Level 60, tritt ein und zeige Demut, Sterblicher, der du es wagst, den Fürsten aller Mammuts, den Ältesten des Tribunals, anzurufen. Okay. Da bin ich immer gespannt jetzt, was jetzt kommt. Sprich, behandle mit den Mammutfürsten. Warte mal. Seelenprüfung. Okay, jetzt soll ich gegen ihn kämpfen. Okay. Wow, 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 wow. Weg hier, du. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, gut. Was zum Geier sind das denn hier für Dinge? Oh, 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 oh. Okay. Wende halt deine Aufgaben und sammle die übrige Beute ein. Wenn du fertig bist, kannst du die Seelenprüfung durch das Portal verlassen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier kann man irgendwie nichts machen. Thank you.
Als meine Hand in Kontakt mit dem Stein kam, verschob sich mein Schwerkraftzentrum und ich wurde weiter in die Höhe gerissen. Plötzlich fühlte ich mich fast wie eine Steinmauer, hoch und trutzig. Okay, aber... aber was kann man hier machen? Ah, jetzt. Hort der Elite-Bestie. Stärke, Konstitution, 12, 12. Ja. Gut. Ja, kann man ja nehmen, ne? Hat beides ja... Da habe ich einen Edelsteinsockel, was ich bei dem hier nicht habe. Gut. Warte mal, nochmal alles reparieren, nur für den Fall der Fälle. Okay, sprich mit deinen Verbündeten. Und tauche uns so, wo sind die jetzt? Ja, ist ja nicht weit. Ist doch hier wirklich richtig, ja. Doch, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Da kann man wenigstens, ja, kann man. Okay, und wo ist jetzt der Gorilla? Du hast recht behalten und deine Worte werden in Legenden die Zeit überdauern. Die Gorgone Medusa hat Mahantarams Geist vergiftet und nun werde ich diese Schlange erschlagen. Stehst du mir zur Seite, Mensch? Ja, ich ziehe mit dir in die Schlacht, Taurus. Versammle zunächst deine Leute, denn die Bestien werden uns nicht helfen und wir brauchen Unterstützung. Dann greifen wir Medusas abscheuliche Höhle an. Beeile dich, denn meine Axt will der Gorgone den Schädel spalten. Und Geduld war noch nie meine Stärke. Okay. Mensch! Ich spürte deinen Kampf und wie Mahantarams Seele entschwand. Und eine Erschütterung in den südlichen Höhlen. Willst du Shirsad sagen, du hast einen Bestienfürsten bezwungen? Er stand unter Artemis' Einfluss. Dann wurden wir wahrhaftig von Artemis betrogen und von den Sporen in der Luft schwach gemacht. Das bedeutet, unser urzeitlicher Schwur wurde gebrochen und die Jägerin ist nun im Besitz der Träne Gaeas. Was bedeutet das? Das ist schlimmer, als du dir vorstellen kannst.
Idräne Geas hat die Macht, die Insel und den Rest der Welt neu zu gestalten. Sollte Artemis der Aufstieg gelingen, kann sie nichts mehr aufhalten. Dann müssen wir uns beeilen. Du musst dich beeilen, Mensch. Ich muss das Tribunal einberufen und mit Kurok über Mahantarams Schicksal beraten. Will das Schicksal dem Aufstieg der Jägerin etwas entgegensetzen, dann bist du gewiss eine Waffe. Geh und führe deinen Stamm zum Sieg. Okay, sprich mit Morgaine. Och, warum bin ich da nicht angemeldet? Ach, ich bin hier angemeldet. Okay, gut, dann gehen wir halt hier hin. Und von dort aus sind dann, wo Morgaine ist. Ich melde mich jetzt aber vorsichtshalber mal hier an. Gut, wo ist denn jetzt Morgaine? Ach, da vorne, ja. Wie lange ist es her? Während du weg warst, ist hier viel passiert. Die Magie hier wurde zu einem Mahlstrom. Artemis hat im Turm eine Art Ritual begonnen. Bereit oder nicht, wir müssen kämpfen. Sie hat die Träne Geas. Die Träne Geas? Die Träne Geas? Es gibt sie wirklich. Unser Feind hat sie. Gute Götter, wenn ihr mich hört, bitte lasst das nicht wahr sein. Welcher Narr ließ zu, dass das Schöpfungsrelikt in die Hände der Jägerin fiel? Boah. Aber es kommt noch schlimmer. Legionen dieser herkünischen Biester blockieren den Weg zum Berg und die Gorgone unterstützt sie. Wir müssen das Schlangenweib erschlagen, sonst fällt sie uns in den Rücken. Ich werde sie mit dem Minotaurus besiegen. Dann brauchst du einen Schutz gegen ihren Blick, sonst verwandelt sie dich in Stein. Zum Glück hast du eine Freundin wie Morgaine. Die Tinktur schützt dich und heilt deinen stierköpfigen Freund, sollte er mal in blinde Rage verfallen. Was hast du vor? Ich hole den Erzdruiden, denn er kann noch nützlich sein. Und Hauptmann Hargist und ihre Speer. Wir stoßen hoffentlich bald zu dir. Nun rasch, wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, das scheint jetzt so langsam aber sicher zum Finale zu kommen. Muss man sich zuspitzen. Ja, das ist doof. Wenn ich die jetzt anlege, dann bin ich hier auf 15. Dann kann ich diese Rolle nicht mehr machen. Dann kann ich nur noch das hier machen. Ne? Dann hier Mittel. 10% der Basisschaden um 10% erhöht. Ja, gut. Gut. Nein, ich quatsch hier hin. Ja gut, ein bisschen mehr Schaden. Ach, probieren wir es auch einfach mal damit. Mehr als nicht funktionieren kann nicht passieren. Ne? So, warte mal. Ich habe bei 18... Gips Kugeln. Wollen wir mal gucken. Behandelte. Ja, wollen wir mal gucken. Was nehmen wir denn mal?
Was nehmen wir dann jetzt mal? Warte mal, hier unten? Nee. Ah ja, hier, Diamant. Gut, was nehmen wir denn jetzt hier mal? Ich glaube, ich nehme trotzdem mal hier mal den Brustpanzer. Na, Schuhwerk hatte noch eine Abklingszeit. Okay. Na, nee, da hatte ich. Na, nee. Warte mal, nehmen wir jetzt hier mal. Alternative Bogen, Ohrring, Fliegeschwein. Mal sehen, was dabei rumkommt. Beinbekleidung. Rapierring, Fliegeschwein. Unheilstülpen. Gut, dann nehmen wir jetzt noch einfach mal hier nochmal Amulett. Amulett, Bogen, Ohrring. Warte mal, wo ist denn der Ring? Gut, und wenn wir dann mal schon mal dabei sind, dann egal, dann hier auch nochmal Bogen. Und Beil. Mal bin mal gespannt, was da alles mal rumkommt. Ich hatte eigentlich auf vielleicht ein bisschen was Legendäres gehofft, aber... Aber nö. Gut, dann eben nicht. Gut, dann eben nicht. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Da kann ich wieder was kloppen. So viel Zeit muss sein. Ne, die Zeit nehme ich mir jetzt auf. Da hinten habe ich auch noch mal mehr Eisen gesehen, da unten. Mit.
Okay, untersuche die murmelnde Wurzel. Hey, komm runter! Feigling! Lass keinen Menschen unser Heiligtum betreten. Nimmt jeden gefangen, der es wagt. Die Insel, die Welt, die Unsterblichkeit. Sie waren schon immer für euch bestimmt. Kämpft für mich, meine Auserwählten. Ja, hier haben wir noch eine Nebenmission. Obwohl ich mich noch nie verirrt habe, hat mich mein Rivale Bloodgood herausgefordert, dieses tückische Labyrinth zu überwinden. Ich fürchte mich vor nichts, aber es gibt ein kleines Problem. Offenbar gibt es die gefürchtete Gorgone doch. Wie sollte ich ahnen, dass die Legende wahr ist? Warum bist du nicht zu Stein geworden? Ich bin nicht blöd. Ich habe die Klassiker gelesen und kenne mich mit der Mythologie aus. Ich war zwar überrascht, dass sie wirklich existiert, aber ich hatte einen Spiegel dabei. Allerdings könnte ich Hilfe gebrauchen. Willst du hier fliehen? Himmel, nein! Ich kann nicht ohne die faszinierenden Artefakte gehen. Ohne sie würde mich Bloodgood zusammenstauchen, verflucht sei er. Da hier so viele Abenteurer versteinert wurden, findet man hier Artefakte aus allen möglichen faszinierenden Kulturen. Okay, aber, ach ja, mir fällt gerade ein, damit ich nicht zu Stein werde. Soll ich da nicht irgendwie so einen Schutztrank haben? Irgendwie, damit ich nicht zu Stein werde? Okay, so, wo genau muss ich jetzt eigentlich hin? Okay, da geht's nicht weiter, da brauche ich den da nicht platt machen. Aber dann wollen wir mal. Zu Stein geworden. Okay, da oben ist noch eine Kiste. Mal lieber noch mal einen Trank reinpfeifen.
Ja, aber... Habe ich jetzt unseren Schutztrank oder nicht? Ja, und stelle dich mit Medusa. Ja, dann rennen wir mal wieder zurück zu ihr. Warte mal, haben die diese vorne? Hervorragende Arbeit! Einfach hervorragend! Diese Vase wäre, wenn sie nicht versteinert worden wäre, zerbrechlich wie eine Eierschale. Jetzt kann ich die komplizierte Gestaltung studieren, ohne sie zu zerbrechen. Oder ohne, dass Bloodgood sie antatscht. Okay, dann wollen wir mal reingehen. Der versteinerte Thron. Die Päpstin von Neu-Korsika wurde durch die Mächte der Pyramide, die ihr Reich vor Jahrhunderten zerstörte, verändert. Sie wurde wiedergeboren als die Reinkarnation des Fluchs der Medusa. Was in der Schwefelsandwüste einen Anfang nahm, muss auch dort sein Ende finden. Angerannt. Wie vorhersehbar. Und er wird dich mit seinen Hufen zermalmen. Ich glaube nicht. Genieße dein Steingrab, urzeitliche Bestie. Dein Schutz wird dich nicht retten! Dein Schutz darf nicht sein! Oh!
Ah, geschafft! Oh, endlich ohne Hilfe. Oh. Mann, was... Gott sei es gedankt. Ich hatte jetzt meine Punkte nämlich ein bisschen hier mehr auf, ne? Und hier alles in Stärke und hier Konstitution hinein. Puh, so, geschafft. Taurus mit der Tinktur befreien. Ich war ein Narr, blind vor Wut. Ich fiel dem abscheulichen Blick der Gorgone zum Opfer und hätte fast alles verloren. Danke, Mensch. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Nun kämpfen wir gegen Artemis. Ich unterstütze dich, aber meine Axt werde ich nicht erheben. Ich kämpfe nicht gegen jemanden, der einst an meiner Seite gekämpft hat. Ich bleibe hier und halte die Gorgone und ihre abscheulichen Kreationen in Schach. Ich dachte, die Medusa ist tot. Okay, da haben wir denn jetzt hier. Die Erneuerung hat begonnen. Die Erde hat unseren Ruf vernommen und bietet eine Lösung für die Plage der Menschheit auf unserem Land. Heute brachte ich der Herrin eine der Gefangenen und beschwor die Macht der Götter. Ich sah zu, wie der Unglücklichen Absolution erteilt und sie durch die Umarmung des Landes von ihrer menschlichen Gestalt befreit wurde. Zunächst wehrte sie sich gegen das Geschenk und die Umwandlung ihres weltlichen Fleisches. Aber letzten Endes war ihr Widerstand vergeblich. Kein Sterblicher kann sich dem Willen der Götter widersetzen. Was übrig blieb, war rein. Eine Verbindung der List der Menschheit und der Erhabenheit der Natur. Diese Hyrkinischen werden unsere Herolde für die verbleibenden menschlichen Bastionen auf Aeternum sein. Vorboten des großen Unmuts der Natur. Sie werden den Zorn von Artemis in alle Winkel des Landes tragen, den Schandfleck der Menschheit wegwaschen und die Saat der Säuberung und Erneuerung sehen. Und wenn es vollbracht ist, wird alles so sein, wie von Mutter Erde vorgesehen. Frei von den unersättlichen Begierden der Menschheit, ausgewogen und verdorben vollkommen. Na dann. Gut, dann wollen wir noch mal mit Dünnkirchens hier reden. Und sie ist jetzt... Dort. Schnellreise kann ich natürlich nicht machen. So, warte mal. Aber jetzt kann ich eigentlich wieder... So, warte mal. So, hier komme ich doch jetzt raus, ne? Oder? Oder wo war jetzt der Ausgang? Ach, gehen wir mal hier raus und fertig. Scheißegal. Hauptsache raus hier. Was ist das hier?
Okay, warte mal. Nee. Ah, mal gucken, wie jetzt. Ich habe mir jetzt keine Illusion, das ganze Gebirge hier rumzureiten. Oh nein, nein, nein. Ach, Kacke. Gut. Gut, geschafft. Das Leid anderer gefällt mir nicht, aber die Schreie der Medusa waren wie Musik in meinen Ohren. Wir müssen die elende Zuflucht zerstören, wo die Verbrechen gegen die Natur verübt werden. Wir haben die hykänische Schöpfung, wir halten die hykänische Schöpfung auf. Ja, große Rudel der Monster streifen schon durch das Land. Wir müssen der Revolution der Medusa Einhalt gebieten. Nach dem Sieg über die Gorgone ist die Zeit gekommen. Die Hexerin denkt zudem, wenn wir die Energien hier anzapfen, könnten wir unsere Chancen gegen Artemis verbessern. Morgaines magische Theorien hören sich hanebüchen an. Aber meine Aufgabe hier ist klar. Vertraue Morgaine, sie weiß, was sie tut. Ich hoffe es. Wir können nur Möglichkeiten sehen. Die Natur entscheidet, ob wir daraus gutes Gelingen ernten. Geh und suche Morgaine in der Enklave. Wenn du den Weg frei machst, stoße ich bald zu dir, um meinen Teil zu erfüllen. Okay. Gut. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.